Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rift. Wir sind immer noch hier im Steinfeld und vor mir tanzen natürlich der Steiny und der Rockel. Na klar, die beiden, wie im Livestream die ganze Zeit zu sehen, waren immer noch dabei. Wir haben eine Menge vor, aber bevor wir hier einiges erledigen, muss ich eins sagen. Ich hab's verkackt. Kennt man ja nicht anders. Irgendwas ist wieder schiefgelaufen. Die Tonspur ist quasi verhunzt, aber das ist wurscht. Wir haben ja die Originalaufnahme immer noch, aber der Rockel ist nicht dabei. Aber das kriegen wir wieder hin. Nächste Runde ist er wieder mit dabei und das passt schon. Wir vertonen hier die ganze Geschichte also nach und wir wollten uns ja die unerwarteten Ergebnisse einmal genauer anschauen. Das heißt, wir müssten erstmal einen großen violetten El Cristallo untersuchen und da bewegen wir uns jetzt mal hin. Wir gehen in den Minenbogen. Also, wir gehen in den Minenbogen. Also, jetzt. Steiny. Bewegt deine müden Knochen. Ah, da kommen sie wieder. Sehr gut. Diese hässlichen Viecher hier, diese Steinfeld, wie heißen die Trolle? Wie heißen die? Siedler. Steinfeld-Siedler. Die sind eigentlich relativ easy peasy. Aber was ich machen wollte bezüglich, jetzt vertonen wir ja schon nach. Das heißt, ich könnte ja mal die Zeit so ein bisschen nutzen und mal über das Let's Play an sich quatschen. Was man ja im Livestream nicht so unbedingt immer hinbekommt. Also, was wir... Das ist gerade ein bisschen laut, kann er sein. Quest angenommen. Steinschlagsieder. Seltsames Gerät vergibt eine Quest. Steinschlagsieder? Ich glaube, die müssen wir killen, ne? Genau, 1 von 8. Und die Quest, die nehmen wir natürlich auch gleich an. Besiegt Steinschlag-Trogolythen-Typen. Genau, was ich erzählen wollte. Das Let's Play an sich, wie gesagt, jetzt wo der Livestream ist, da kann man ja immer nicht... Oh Gott, ein seltsames Gerät. Ihr habt in der Leiche eines Trogotypen ein seltsames Gerät gefunden, das sowohl... Was? Das war zu schnell. Stinker. So schnell kann ich ihn lesen. Wurst jedenfalls. In dem Livestream ist es ja immer relativ chaotisch. Und deswegen kann man ja nicht so wirklich über... also sinnieren über zukünftige Dinge, was das LP betrifft oder was anderes betrifft. Und dann nutze ich doch einfach mal die Chance. Und wenn wir das hier schon nachvertonen müssen, dann tun wir das auch. Soll heißen, also das Let's Play an sich ist eigentlich überraschenderweise oder erstaunlicherweise oder so gut angelaufen, dass es meine tollsten Vorstellungen hat übertroffen. Also mit Pi mal Daumen. Ja gut, 30 Views ist jetzt für den einen oder anderen nicht viel. Für mich ist es viel. Ich finde es toll. Ich finde es richtig famos. Das sind im Prinzip 10% von meinen Abonnauten, die das eigentlich... Na, eigentlich sind es im Schnitt nach dem fünf Tagen oder sonst um die 40. Das heißt, fast jeder 10. Abonnent schaut sich das an und das finde ich gut. Und das soll auch so bleiben und soll auch so sein. Und ich bin richtig happy. Wir sind aktuell dabei, das ja doppelt, quasi alle 2 Tage zu releasen. Das ist die Lieblingsstaufel von Hanner. Die nehmen wir mal. Dann müssen wir da hinten noch diesen Steinschlag-Siedler. Mach den mal und ich klau mir mal die Spitzhacke. So lange. Die Glücksspitzhacke. Ich muss mal ein paar Diamanten abbauen. Sehr gut. Die kriegen sie alleine hin. Der Rockel macht sich übrigens sehr, sehr gut als Blocker, beziehungsweise das mit dem Heranziehen, das hat er schon sehr gut hingekriegt. Also da hat er ein Händchen für, der junge Mann. Hat er ein Händchen für. Jetzt müssen wir da rein. Los, einer Jungs. Abflug. Also, ach so, der Rockel braucht das noch. Da kann ich ja weiter erzählen. Also sehr gut angelaufen, soll so sein und wir sind aktuell dabei, ja alle 2 Tage zu releasen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, oder sagen wir mal so, ich habe mir vorgenommen, sondern ich kann mir vorstellen, dass die Quest abgeschlossen ist. So schnell, die Trogotypen, ja, passt. Ich kann mir vorstellen, dass ich neben diesen Double Releases, neben diesen 2-Tages-Releasen auch ein, ja, ich glaube, es ist ein bisschen laut, wa? Mach mal einen Tick leiser. Einen Tick nur. So, dass man neben diesen Double Release auch mal so Specials raushauen soll. Oder, also, dass ich Specials
raushaue. Wird auch definitiv eins demnächst kommen, nämlich wo ich ein bisschen was erkläre bezüglich von Makros und natürlich auch zu den Berufen. Da gibt es also zwei Specials und die wird es wirklich bald geben. Soll heißen, vielleicht auch schon hier, nein, also nach dieser Folge, sprich, ich würde einfach mal sagen, jetzt haben wir, das hier ist ja die Folge Nummer, jetzt muss ich lügen, 17? Das heißt also, nein, wenn ihr das hier seht, dann ist dieses Special definitiv schon gelaufen. Soll heißen, dann habe ich es schon released. So, jetzt haben wir hier noch eins vergessen, nämlich diesen Kristall uns genau zu untersuchen. Das heißt, wir mussten da oben noch auf diese Schaltfläche klatschen, auf das Darkometer. Und dieses Darkometer untersucht uns dann den Kristall. Plomp. Doch, glaub noch mal. Plomp. Und der Stainy hatte das sicherlich schon. Und jedenfalls gibt es zu den Makroprogrammierungen, also das finde ich ja richtig gut, weil vor allem auch für einen Ritter ist das super, super toll. Und auch nützlich. Also jeder sollte Makros programmieren können, beziehungsweise sich hier die Sache vereinfachen, damit da unten her der Buttons wird. Ne? Stainy? Ah! Guck an. Doch nicht gehabt. Lümmel der. Plomp. So, jetzt hat er's. Sehr gut. Mensch, lass uns hier nicht im Regen stehen. Gibt's unter. Der Hut vom Rockel, der passt auch super. Ich wette, der kriegt keine nassen Schultern. So, auf geht's. Wir müssen das Lager von Felix untersuchen. Und das wird uns geradezu angezeigt. Also, gibt Fersengeld. Fersengeld. Ja, ja, ja. Hast uns ausgedrückt, junger Mann. Nee, wir haben, muss ja auch dazu, ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass ich hier die ganze Zeit, also dass die Tonspur sich irgendwie nicht abgespeichert hat oder was doch immer da passiert ist. Es kotzt mich an. Hier passiert so viel Käse in letzter Zeit. Vor allem auch von, ach, gut, dass ihr da seid. Das ist schön. Ja, ein seltsames Gerät. Was ist das? Ihr habt ein Gerät beim Trogolyten von, wie schrecklich. Ich habe Felix losgeschickt, um die Ebenenenergie bei ihren Lagern zu messen. Aber er kam nie zurück. Ich befürchte das Schlimmste. Danke, dass ihr das Gerät zurückgebracht habt. Das ist doch gern geschehen. Die kriegen, was kriegen wir? 20.000, ja, 20.000 wäre geil. 2070 Erfahrungspunkte, ein bisschen Gold, ein paar Kröten. Und natürlich ganz wichtig, unser Bekanntheitsgrad ändert sich hier im Granitsturz. Was dauert da jetzt so lange? Bartolomeo Cleary? Heißt du überhaupt Bartolomeo? Bartolomeo Cleary. So, Wurst. Ja, also Makros muss jeder programmieren können, das ist definitiv. Und weil wir schon Level 17 sind, haben... Ich habe es, glaube ich, schon viel zu spät angesprochen, deswegen muss das auch zeitnah rausgehauen werden, sonst hat man später wieder so viel zu tun mit den Berufen etc. pp. Soll heißen, ich werde nochmal gucken, dass ich die Berufe, die ich gewählt habe, oder so ein bisschen unter die Lupe nehmen, da so auf jeden Fall ein paar Tipps gebe. Es wird nicht lang, dieses Special, vielleicht ja, 5 bis 10 Minuten oder so. Mehr braucht man eigentlich nicht erzählen, aber da hat man zumindest ungefähr eine Idee, worum es geht bei den Berufen. Lass uns mal wieder plaudern. Na gerne doch, machen wir. So, was hast du hier? Ich habe für Forrest. Theodor sei Dank, ihr habt meine Sachen gefunden, selbst wenn ich hier weg muss mit meinem Werkzeug und etwas Startkapital, dann kann ich hier wenigstens neu anfangen. Ich habe euch gar nicht, ich kann euch gar nicht genug danken, Stinky. Naja, machen. Punkt. 2070 EP, das nehmen wir natürlich. Ist klar, man versucht ein Leben lang seinen Unterhalt zu verdienen, ehrlich natürlich. Und dann lässt man sich vor ein paar dreckigen Trokotypen über den Tisch ziehen, ist doch ein Drecksack. Lebet in Ruhm, sterbet als Held. Natürlich, das ist unsere Lebensweisheit. Und jetzt geht's weiter zum Lager von Felix. Jawohl, auf geht's. Lager von Felix, wir müssen es untersuchen. Schließlich ist mit dem armen Typen irgendwas passiert und wir müssen mal gucken, was da genau passiert ist. Wir müssen das untersuchen. Und dann Bartolomeo Cleary die Geschichte reporten. Stainy, was bitte schon wieder? Komm mal, pushen. Hallo. Zunder. Naja, jetzt bewegt er sich. Braucht halt ein bisschen länger. Ich glaube auch, dass Stainy immer die ganze Zeit so auf den Livestream mitguckt.
und deswegen alles ein bisschen verzögert ist. Ich glaube, nächstes Mal schnappen wir uns ihn einfach und nehmen wir den mit ins TS. Dann ist das alles ein bisschen flüssiger und er weiß zumindest sofort Bescheid und nicht erst zeitversetzt. Weil im TS, Quatsch, im Livestream ist das natürlich alles bis zu 15 Sekunden, 15 bis 20 Sekunden zeitversetzt. Und das natürlich, das dauert immer ein bisschen. Huch, was ist das denn? Hau ab, du Steinschlagsiedler. Verpiss dich. Blip, tot. Ja, aktuell sind die Viecher ja überhaupt nicht schwierig. Soll heißen, selbst ich krieg die noch alleine hin. Huch. Also da gibt es noch gar keine Bedrohung sozusagen. Allerdings kann ich sagen, dass mit steigendem Level die Viecher ein bisschen fetter reinhauen. Und wir haben gestern eine Instanz gemacht von Level 50. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie hieß, aber die hat uns das Fürchten gelehrt. Soll heißen, wir waren alle irgendwie 52 bis 55. Und wir haben die 50er-Instanz nicht wirklich ohne Probleme, so mir nichts, dir nichts, lösen können. Also der Schwierigkeitsgrad zieht definitiv an, auch später noch. Da geht es dann auch ein bisschen Richtung Movement, dass man sich ordentlich bewegt etc. Da muss man auch aufpassen, wo man wirklich steht. Du musst übrigens hier den Button drücken. Genau. Wird untersucht. Flomp. So, der Rockel auch nochmal. Hat eine sehr coole Axt, finde ich. Alles sehr, sehr, sehr stimmig beim Rockel. Also vom Outfit her. Muss ich ihm gestehen. Umdrehen, da ist wer. Felsenschlurfer. Besorgt folgendes. Steinchen. Na gut, dann machen wir die erstmal. Besorgen wir uns erstmal hier diese Steinchen von den Schlurfern. Die rennen ja hier in Massen rum, und zu Hauf rennen die ja hier rum. Und ich muss auch sagen, dass mir diese Art und Weise besser gefällt, dass man hier die einzelnen Quests so sich ein bisschen zumindest durchguckt. Dass man jetzt weiß, okay, hier Felix hat halt ein Problem bekommen mit den Trogotypen. Und dass man das auf jeden Fall, dass man dem mehr Beachtung schenkt. Das finde ich auf jeden Fall spitze. Und ich glaube, das werde ich auch so weiter fortführen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne und bremst mich bitte, wenn ich irgendeinen Käse erzähle, die Quests, die wirklich auch hier zur Geschichte von Steinschlag gehören, oder Steinfeld heißt das ja, oder generell die Quests, die halt zu der Geschichte des jeweiligen Kartenabschnitts gehören, die sind auch in der Questübersicht mit in Klammern Geschichte gekennzeichnet. Ne? Also wenn ihr mal L drückt und da mal guckt, dann, ich glaube, da steht immer hinter dann Geschichte oder so. Massaker sind halt so eine Geschichten wie Kill hier, wie der gerade. Ach nee, das ist ja besorgt folgendes. Ist ja sammelt von denen irgendwas, also Kill die und sammelt was. Dann gibt es noch Massaker, das heißt Kill 15 Millionen Viecher davon und 16 davon. Und dann gibt es halt noch wirklich die Geschichtsquests, die. Was ist das denn? Die hier für diesen Kartenabschnitt halt jeweils ihre Geschichte erzählen. Artefakt, Artefakt. Herzlingerüll. Ach nee. Herzlingerüll. Was ist das, was wir sammeln müssen? Okay. Heißt also, dass wir die Viecher nicht killen mussten, sondern dass wir hier die. Also, dass wir durch die Tötung, durch die Exekutierung von diesen Schlurfern, dass wir da extra nochmal dieses Erzlingstein, G-Stein-Zeugs bekamen. Alles klar, naja gut. Also eins fehlt noch. Da unten. Hat natürlich die Rockkartoffel hin. Kriege ich es auch. Na, selbstverständlich nicht. Aber im Hängen kriege ich ein Artefakt. Brundelsbrecher. Ja, mit den Artefakten hast du ja auch zig Millionen Tausende davon. Ich glaube auch, dass man sammelt immer und sammelt immer und sammelt immer, aber irgendwie kriegt man nie einen vollen Satz zusammen. So geht es mir zumindest. Ich glaube, dazu muss man auch, oder wenn man die ganzen Karten fertig untersucht, das alte Götzenbild fehlt noch. Auf, wir müssen das Götzenbild durchsuchen, untersuchen. Da oben ist mein. Auf geht's. Artefakt, Artefakt. Ah, verdammt.
Mein Artefakt. Du Dieb! Was ist das? Hab ich da denn vergessen? Glitzerpulver. Na, 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 mein Artefakt. Ja, das hab ich gesehen. Hast du mir gestohlen, du Lümmel. Wollte ich sagen. Hab ich vergessen, wo ich war. Naja, ist ja auch Wurst. Wir gehen jetzt hier mal nach oben und untersuchen mal unser Götzenbild. Da ist, glaube ich... Gehst du hoch? Da ist, glaube ich, noch ein Viech. Nee, ist kein Viech mehr. Ich muss sagen, irgendwie gefällt mir Steinfeld auch am... Also von den ganzen Kartenabschnitten hier so am besten. Untersuch das alte Götzenbild. Sehr schön. Kehr zu Bartholomew. Bartholomew, wie kann man so heißen? Bartholomew, Cleary im Lager zurück. Im Bruchsteinbecken. Machen wir. Und natürlich auch die Erzlingsteine, die will er auch haben. Das heißt, wir können wieder gleich zwei Quests abgeben und das ist halt ein bisschen, naja, Shame. Was ich erwähnen wollte, apropos, genau hier, Instanz, wir hatten es ja gerade gesagt. Ist klar, dass das Viech wieder den Mob angreift. Oder das Mob, der Mob, die Mob, die Möpse. Aber Stainy macht das schon. Ja, der braucht keine Hilfe. Der kriegt das alleine hin. Siehste? Hab ich doch gesagt. Bleib hier, Rockel. Ach, Rockel. Na gut, es ist wahrscheinlich eine Kriegermarotte, dass man immer zur Hilfe rennen muss. Das ist hier Pflicht. Ja, also Steinfeld, wie gesagt, auch von der... ist ein bisschen nass, so ein bisschen, naja, mummelig. Und ich finde es eigentlich mit am besten. Das ist eine schöne Map. Obwohl auch die Wundwaldregion, die jetzt als übernächstes kommt, die ist auch extrem nice, weil das so ein bisschen, ja, sagt schon der Name, Wald, weltlich daherkommt. Und ich das schön finde. Sorry. So, Bartholomew. Große Sonne, hoher Besuch. Einige Forscher behaupten, dass der Stein, der hier abgebaut wurde, Artefakten gefunden wurde. Die ist so schnell kann ich lesen. Es ist denn nett von euch, mich auf diese Proben aufmerksam zu machen, Auserwählte. Ich fürchte, dass wir es hier mit einer dunklen Absicht zu tun haben, mit der ein uns bekannter Feind versucht, gegen unsere Interessen in dieser Gegend anzugehen. So, ja, alles beschissen. Nix wirklich toll. Na? Kann man nichts machen. Irgendwas und dann halt verkaufen oder halt mit dem Runenmacher zerlegen. Aber da sind wir wieder bei Runenmacher, da sind wir wieder bei Berufen. Achso, ich bin froh, dass ihr unverletzt zurückgekehrt seid. Lasst mich das Darkometer untersuchen, um zu sehen, ob die Quellen dieser mysteriösen Todesmagie-Kontamination finden kann. Bitte wartet allerdings nicht auf mich. Das könnte eine Weile dauern. Alles klar. Lasst mich das Darkometer untersuchen, um zu sehen, ob ich die Quelle finden kann. Na gut. Nun komm hier, nun wähl was. Ist eh alles scheiße. Musste eh wieder verkaufen. Oder mit dem Runenmacher zerlegen. Stichwort Berufe. Ja, ich muss wirklich, ich habe irgendwie Bock auch hier direkt danach diese Specials rauszauen, damit ein bisschen was zu erzählen. Weil auch wirklich diese Makros, durch diese Makros habe ich meinen Ritter so ein bisschen, also machst du automatisch mehr Damage, weil du wirklich auch auf alle Arten der Angriffe, die du bis zu einem bestimmten Punkt hast, zurückgreifst. Geschichte. Ich habe Hinterlassenschaften eines ethnischen Reiches hier in Steinfeld gefunden und konnte sogar den Fundort eines ihrer Artefakte triangulieren. Dann haben sie mich, Riesen von der Forschungsstelle verjagt. Das Teleskop zeigt noch immer auf das Artefakt. Wenn es also jemand findet, könnte er auch das ethianische Artefakt wiederfinden. Die Zusammenfassung. Kurz gesagt, Bartholomew Cleary möchte, dass ihr in den Tremblor-Hügeln nach einem umgestürzten Teleskop sucht, das auf ein ethianisches Artefakt zeigt. Das ist ja ein toller Auftrag. Das machen wir natürlich, weil es natürlich auch zur Geschichte gehört. Da oben steht's ja. Und nimmst du die Sache jetzt an, Herr Stinkherr? Was gibt's denn so schönes? Handschuhe gibt's. Danke für eure Hilfe. Na, gern geschehen. Machen wir doch. Immer gerne. Was hast du hier noch, Schneckchen?
rennen die denn jetzt alle hin? Schon hoch oder was? Das mal, könnt ihr euch mal einigen? Bietet ihr Hilfe an? Geschichte. Die Bergtrolle verfügen nicht nur über eine Sprache. Was? Die Bergtrolle verfügen nicht über eine Sprache, verwenden jedoch primitive Glyphen. Wie kann das nur sein? Ein lebendes Exemplar könnte die Studien der Trollologie. Trollologie wesentlich vorantreiben und ich kann zahlen. Schwächt einen Troll in der Nähe, setzt dieses Kontrollhalsband bei ihm ein und bringt ihn dann her. Ganz einfach. Zusammengefasst, Violet Harwood im Bruchsteinbecken möchte, dass sie einen Bergtroll im Bruchsteinbecken oder einen westlichen Tremblor und in den westlichen Tremblor-Hügeln schwächt, ihn den Steuerungskraken umlegt und ihn dann zu Violet bringt. Och, was los, Dany? Nicht weinen. Das kriegst du auch schon hin. Auch wenn dieser Troll groß ist, hässlich und schwabbelig ist. Ne? Findest du gut? Wusste ich doch. Legt einen Steinschlag-Troll den Steuerungskraken an. Also, kannst jetzt annehmen. Naja, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Quest werden wir sowieso nicht mehr in dieser Folge machen, weil wir haben uns nämlich jetzt dazu dann durchgerungen, dass wir unsere erste Instanz machen. Soll heißen, morgen um diese Zeit, also morgen nicht, übermorgen um diese Zeit, werden wir dann unsere erste Instanz annehmen. Ich werde es dann auch in der nächsten Folge zeigen, wie das genau funktioniert. Jeder von euch kann, auch wenn er nicht in einer Party ist, in eine Instanz hineinhuschen und das werden wir dann morgen sehen. Es wird wohl auch das Reich der Feen sein. Das ist, glaube ich, die aktuelle oder das ist, glaube ich, auch die erste Instanz. Und naja, wie die ausgeht, das wird ein etwas längerer Part. Ich habe ihn, glaube ich, geteilt. Das werdet ihr dann morgen sehen. Ich sag mal, danke fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Vielen Dank für die Reise. Nehmen wir natürlich gerne an und die wird hoffentlich auch super gut sein. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid oder übermorgen natürlich, wenn es heißt Let's Go in die erste Instanzos. Und bis dahin, ja, vielen Dank und natürlich dann auch wieder, siehst du, da war schon gerade, das reicht der Feen. Und dann natürlich auch wieder mit dem Rockel dazu und dann wird es auch wieder ein bisschen abwechslungsreicher. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, Daumen nach oben nicht vergessen, bis demnächst. Tschüss und bis dann.